Bellissima. Das Pferd wurde vermessen das letzte Mal 2015. Oh ja. Mhm. Ja? Das ist echt so. Die Messung haben wir reproduziert. So sah die 2015 aus. Legen wir mal drauf. Man sieht an der Oberlinie, hat sich nichts verändert. Überhaupt nichts. Ja. Aber wo wir eine Veränderung haben, ist hier in diesem Bereich. Mhm. Hier sind wir was schmaler geworden. Hinten die Rippenwölbung ist auch gleich. Man guckt natürlich auch rechts und links. Schmaler geworden? Ja, ist was schmaler geworden. So, und das korrigieren wir jetzt mal. Das ist ja gerade das Schöne daran, dass wir so eine Messung reproduzieren, die drauflegen können und so gucken können, so sah das Pferd vor 7 Jahre. 7 Jahre ist das her. Boah. Sie haben noch einmal den Sattel angeguckt. Ja. Das ist vielleicht 3 Jahre hier oder 4 Jahre. Ne? So. Ja. Und der war passend und ja. Es heißt aber nicht unbedingt, dass jetzt der Sattel nicht mehr passt, auch wenn das Pferd sich verändert hat. Nee, also da ist immer ein gewisser Spielraum drin. Ja. Das heißt nicht, ja, um Gottes Willen, das Pferd hat sich verändert, jetzt muss der Sattel direkt angepasst werden. Das schauen wir uns gleich an. Mhm. Ob der noch passt oder ob man da Veränderungen vornehmen sollte. Mhm. So. Jetzt haben wir korrigiert. Wir machen nachher die Fotos. Was wir jetzt direkt machen, was natürlich jetzt uns interessiert, ist, passt der Sattel noch? Ja. Okay, das ist der Sattel. Zu dem Pferd. Wir legen ihn mal auf. Dann ist ja immer die Frage, was kann man hier von außen sehen? Erstmal von vorne, vom Kopfeisen sieht das gut aus. Die gleiche Winkelung wie die Schulter. Die Schulter ist auch da frei, was wir auch so haben wollen. Hier hinten den Lendenwirbelbereich, den haben wir auch eine Freistellung. Vom Tiefpunkt finde ich den auch okay. Ich finde ihn gerade nicht zu weit vorne. Mhm. Bei vielen Dressursätteln ist es einfach so, dass die unbedingt weiter nach vorne wollen. Aber das Pferd ist sowieso 65% vorhandlastig und ich mache das dem Pferd unter Umständen in manchen Lektionen schwerer. Ja. Also erstmal so von außen kann man da nichts erkennen, dass er nicht mehr passt. Ja. Jetzt gucken wir aber mal uns das an mit dem Tomograph, den wir jetzt gerade eingestellt haben, auf die neue Situation. Ah, ja. Okay. Jetzt schauen wir quasi durch den Pferderücken durch in die Passform des Sattels rein. Das heißt, vorne und hinten kann man das sehr gut auf dem Pferd beurteilen. Jetzt geht es natürlich um den mittleren Bereich. Wie sieht das in der Mitte aus? So, wir wissen, die zweite Position liegt an der Schulter, also ziehen wir den ein bisschen mehr nach vorne und schauen, haben wir eine gleichmäßige Auflage? Das ist ja häufig so, dass ein Sattel eine Brückenbildung hat oder die Winkelung nicht mehr stimmt oder hinten zu wenig freigestellt ist. Was man hier jetzt auch mit dem Tomograph sieht, dass hinten, was wir auch schon auf dem Pferd gesehen haben, wir haben hinten genügend Freistellung, da ist voll beweglich. Was wir vorne festgestellt haben, wir haben vorne entsprechend die Winkelung von dem Pferd. Das sieht also auch so mit dem Tomograph gut aus. Wir haben hier die, das ist ja jetzt dann die linke Seite. Die linke Seite, wir haben keine Brückenbildung, das sieht auch gut aus. Auf der rechten Seite haben wir eine leichte Brückenbildung. Und das gucken wir uns jetzt mal an, ob das eventuell an dem Polster von dem Sattel liegt oder warum wir jetzt hier in der Mitte keine Tragfähigkeit haben. Also linke Seite optimal und super. Auf der rechten Seite schauen wir mal, ob da die Polsterung eventuell etwas weniger ist. Und das kann man auch hier so ein bisschen erkennen. Das heißt, hier zieht sich die Polsterung etwas nach innen und dadurch haben wir dann hier auch eine leichte Hohllage. Das haben wir hier auf der Seite nicht. Hier, man kann es richtig fühlen. Da ist es so ein bisschen nach innen und hier geht es wunderbar nach außen. Das heißt, das bekommt man hin, indem man den hier etwas mehr polstert und dann ist der Sattel perfekt. Das war's. Hier fährt ein bisschen mehr Watte rein. Die linke Seite ist perfekt. Sonst ist ja, das genau. Das da. Ja, genau. Ich mache gerade mal ein Foto, dass wir das sehen. Wo das ist. Was wir machen, ist ja, wir vermessen den Pferderücken. Und der Pferderücken ist ja natürlich beweglich. Und letztendlich ist das
eine statische Vermessung von einem beweglichen. Da, der ja, das ist ja konsequent. Ja, genau. Und was dann wiederum als Interpretation für die Passform dient. Ja. Aber das nach innen gezogene, ja, das haben wir, es ist ja auch sichtbar am Sattel. Ja. Auf der einen Seite ja, ist es schön homogen gewölbt. Und auf der anderen Seite haben wir eine leichte Delle ja, nach innen. Ja. Und diese Delle nach innen haben wir hier am Pferd nicht. Mhm. Das Pferd ist hier absolut homogen auf beiden Seiten. Okay. Ja? Und das hat jetzt auch nicht so viel ausgemacht da vorne, dass das Pferd vorne schmaler geworden ist. Das ist, war gar nicht das Entscheidende, dass man sagen muss, um Gottes Willen, der Sattel muss jetzt vorne breiter sein. Nein, wir haben auf einer Seite einfach nur eine Korrektur von der Polsterung und dann ist es wieder in Ordnung. Ja, wir sind hier in dem Stall von der Hanne Brenner und das ist ihr neues Pferd, Milanio, 6 Jahre alt und den vermessen. Das heißt, wichtig hier Schulterblatt, Dame Schulterblatt, der 18. Brustwirbel, wo die Haare zusammenlaufen, nach oben gepeilt und dann die letzte Rippe nochmal als Bestätigung, 18. Brustwirbel, Schulterbereich, mit Helfen das genau mit der Wirbelsäule, damit es nicht verrutscht, der Topograf. Und dann sind wir schon fertig für die Messung. So, erste Rippe sind wir auf dem Schulterblatt, zweite sind wir dahinter. Wir wollen mal wissen, wie viel die Schulter vorspringt, weil die Schulter muss natürlich frei unter den Sattel gleiten können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt tun wir erst die Oberlinie aussteifen und dann die restlichen Arme und dann wird das Ganze eingelesen. Da fangen wir mit der Oberlinie an. Das ist noch so ein Pferd. Jetzt haben wir die Querlibelle. Er steht aber nicht so ganz optimal. Ja, also das macht tatsächlich nicht so viel aus. Das Pferd wird sich während der Messung wird es sich bewegen. Die Querlibelle ist natürlich wichtig, dass wir seitlich die Kontrolle haben. Darauf achten, dass das da richtig liegt. Damit erfassen wir die Asymmetrie. Das ist jetzt genau in der Waage. Und jetzt verriegeln wir die ersten beiden links und dann rechts. Und dann kann er nicht mehr zur Seite kippen und wir haben damit dann die Asymmetrie erfasst. Okay. Ich stecke jetzt mal in die. Der wird sich auch noch verändern. Der hat schon, glaube ich, 50 Kilo abgenommen, seit er da ist. Okay. Der war speckelfit. So, jetzt verriegel ich den Rest. Also bei dem muss man sehr schön aufpassen, dass sich vorne der Sattel schön weit aufmacht. Dass die Schulter wirklich frei unter den Sattel arbeiten kann. Aber eigentlich bei jedem Pferd. Ja, eigentlich bei jedem Pferd. Und auch, dass bei jedem Pferd, der hinten im Lendenwirbelbereich Freiheit ist. Das heißt, ist natürlich eine statische Vermessung. Das wird immer gesagt, ist ja statisch, wir haben keine Bewegung und so weiter. Aber das dient ja als Beurteilung, als Ausgangspunkt für die Passform. Würde man den Sattel jetzt genau so machen, das Pferd würde natürlich nicht passen. Es geht immer vorne Schulterfreiheit und hinten Lendenwirbelfreiheit. Ja. Und dass wir den Bereich belasten, wo das Pferd auch den meisten Druck vertragen kann. Ja, wir haben auch mal Lissys Sattel drauf gehabt. Also, wir können es gleich mal gucken, was ihr für Sattel habt oder was da am besten passt. Ja, genau. Wenn da noch keine passenden da sind. Ne? Ja. Für mich würde nicht so schnell ein Sattel asymmetrisch machen. Dann würde ich mir eher sagen, okay, wir packen jetzt hier eine normale Kopfhaltung, sonst haben wir hier oben zu viel frei. Gut. Ja, wir haben ja auch die Matte-Schlafracken, die man so verstopfen kann mit Tiertaschen. Ja, aber das ist immer dann wird es ja dem Reiter überlassen, was macht der da? Ja. Wenn das sinnvoll genutzt wird, ist das auch eine gute Lösung. Also hier würde ich sagen, auf der linken Seite vorne etwas mehr reinfüllen, dass eigentlich so die fehlende Muskulatur da ein bisschen ausgeglichen wird. Und dann das Ganze aber beobachten, gleicht er sich von der Muskulatur her aus, das Pferd, und kann man nachher wieder die normale Sattelunterlage verwenden. Das ist es, das ist gerade wichtig hier vorne, dass man weiß, aha, hier sind wir relativ gleichmäßig. Und hier haben wir auf einmal auf der linken Seite so die Schulter,
hier auf der rechten Seite etwas weniger. Aber es muss bei der Freistellung für die Bewegung mit berücksichtigt werden, dass man wirklich, dass die Schulter vorne frei ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Haben wir einen Sattel da, der jetzt darauf gerettet wird zurzeit? Gucken wir den uns mal an. Ja. Hier kommt er auch gar nicht. Hier ist ja dieser Mordsbuckel. Ne? Mhm. Der kann sein, dass der ein bisschen so dahinter rutscht. Ja, der rutscht immer nach hinten. Oder? Ja, genau. Ja. Der, weil der dann hier von der Schulter wird er nach hinten gedrückt. Der rutscht, erstmal so gar nicht verkehrt. Die zweite Position ist am Schulterblatt, also schiebt man den Topograf dahin, wo er hingehört. Was man auf dem Pferd schon gesehen hat, dass der hinten genügend Freiheit hat. Mhm. Das hat er. Mhm. Wir haben aber keine Brückenbildung. Ja, okay. Das ist was sehr Positives. Ja. Und auch hier liegt er richtig flächig an. Okay. Gerade hier in dem Bereich, gerade bei einem Pferd, was so ein bisschen, wo die Schulterblätter sich klar abzeichnen, so ein bisschen Kugeln hinter den Schultern sind, ist das hier ganz wichtig, dass wir hier eine große Fläche haben. Das haben wir. Mhm. Was wir nicht haben, ist hier vorne das mit dem Schulterblatt, dieses Zurückrutschen. Wir haben da keine Freiheit. Ja. Hier oben rechts und links haben wir super frei. Das finde ich gerade bei dem Pferd wichtig, dass oben der Spinalis nicht gequetscht wird. Mhm. Der ist gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Der ist gar nicht so verkehrt. Hier vorne könnte er, und zwar aber auch im unteren Bereich, die Schulter ist relativ weit hier unten, in dem Bereich hier. Da könnte er etwas freier gestellt sein. Mhm. Das ist auch der Grund, warum der sich nach hinten arbeitet. Okay. Das ist der Grund. Hier, wo die Haare zusammenlaufen, nach oben gepeilt, da kann man sogar sehen. Oder vom Lumbosakralgelenk, hier von der größten Lücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Lendenwirbel, 18er Brustwirbel. Das ist also die drei Möglichkeiten gibt es halt. Das als Orientierung, die letzte Rippe nach vorne, geht der Schreck nach oben. Und dann nochmal die zusätzliche Kontrolle. Größte Lücke zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem Kreuzdarmbein. Das Pferd mit am beweglichsten, kann im Becken abkippen und dann 6 nach vorne gezählt. Es gibt auch Pferde mit 5 oder mit 7 Lendenwirbel. Tatsächlich. Jawohl. Okay. So. Querquelle. Auch ein Linkshänder, ne? Nochmal ein Rechtshänder. Mehr Linkshänder normalerweise. Das dient natürlich auch der Orientierung, dass die zweite hinter dem Schulterblatt ist und die erste auf dem Schulterblatt. Und auch wenn das Pferd sich bewegt, kommt das trotzdem immer wieder da so zurück. Das soll einen gewissen Spielraum bieten. Ja. Dass das Pferd sich darunter bewegen kann und dass es auch aufmuskeln und abmuskeln kann. Genau. Und Sattel kann prinzipiell immer eher etwas zu weit sein als zu eng. Ja. Das ist wie bei den Schuhen. Genau. Zu eng kann ich nichts dran machen. Mhm. Zu weit kann ich eher fliegen. Eine Sohle rein. Genau. Dicke Socken, dünne Socken, ja. Da kann ich mir helfen, aber zu eng ist zu eng, da geht nichts. Hier der Sack zu vorne runter, der ist natürlich hinten dann mehr frei, aber der andere ist doch dann besser von allen Übeln. Ne? Ja. Auch wenn er sehr weich ist, aber ist egal. Ne? Ja, das hat also im Weichsattel mag ich, mögen auch die Pferde, aber es hat alles den Vor- und Nachteil. Das Weiche ist immer schneller zusammen komprimiert. Ja. Ja. So. Ich frage eben, ob man den ändern kann oder ob da auch neuer hier muss. Ich würde drauf, sag mal, als Tipp würde ich denen sagen, dass die hinten das Kissen so ändern müssen, dass man seitlich ein bisschen mehr Wirbelsäulenfreiheit hat.